Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Es gibt mittlerweile sehr viele Star Wars Spiele, unter anderem Videospiele, Konsolenspiele, PC-Spiele, Brettspiele, Handheld Games und. Es gibt aber auch eine Art Konsolenspiele, welche die sogenannten Plug-it-in and Play TV Games sind. Heute im ersten Teil zeige ich euch die kleineren. Zur Allgemeinheit, diese, die ich im ersten Teil zeige, haben alle eine eigenständige Stromquelle, und zwar aufgrund von Batterien. Hier kommen meistens so Doppel-A-Batterien herein. Und des Weiteren haben sie alle ein Kabel mit zwei Anschlüssen, die man direkt im Fernseher einklipsen kann. Wenn der Fernseher dazu nicht tauglich ist, dann gibt es noch sogenannte SCART-Stecker, die man dann verwenden kann. Man sucht sich das Programm heraus, auf dem es funktioniert, und schon kann man loszocken. Alle dieser Plug-it-in-and-Play-Games, die ich jetzt hier zeige, sind eigenständige Spiele mit mehreren Levels. Dieses hier zum Beispiel ist aus der 2006, der Jack Specific, und zwar ein Anamaze Electronic Game mit verschiedenen Levels bzw. Minigames zum Aussuchen. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr von diesen Plug-it-in-and-Play-Games gibt, die kleineren hier. Ich habe jetzt drei Stück und die zeige ich euch, wie gesagt. Und der erste ist der Falcon. Im Prinzip ein Joystick, wie man hier sieht, mit zwei Knöpfen, Aktionsknöpfe A und B, und eigentlich ganz lustig gestaltet, detailgetreu. Und hier hinten an den Düsen sieht man nochmal Plug it in and Play TV Game. Mit einem An- und Ausschalter schaltet man ihn ein, leuchtet hier diese rote Kontrolllampe, und hier an der Seite ist nochmal ein kleiner Knopf, auf dem man aufs Menü zurückspringen kann. Auf der Unterseite sieht man ganz schwach den Stempel Jack Specific 2006. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt aus den Spielen, die darin sind. Ich werde sie nicht durchzocken, aber mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Thank you.
Der zweite hier, den ich euch zeige, ist auch von Jack Specific, Plug It In and Play TV Games von 2005. Hier im Style des Darth Vader. Es gibt noch andere Styles, einmal mit Grievous Gesicht und einmal mit Yoda Gesicht. Doch ich vermute, dass da die gleichen Spiele drauf sind. Dieser hier ist in Deutschland auch erschienen, erhältlich gewesen. Es war sozusagen der gängigste Plug It In and Play Game in Deutschland. Er ist ein bisschen verstaubt, aber okay. Auch er hat hier hinten auf der Rückseite Stromversorgung. Ansonsten zu halten wie ein gewöhnlicher Controller von einer Xbox zum Beispiel. Ich finde ihn schön gestaltet. Man hat hier eben den Steuerknüppel, den Joystick, hier Aktionsknöpfe, auch hier A und B und hier unten ganz lustig der An- und All-Schalter, der, wenn man ihn einschaltet, hier das rote Licht blinkt und wenn er angeschlossen ist und Kontakt zum Fernseher hat, leuchtet eben das Grüne. Hier noch ein mittlerer Pauseknopf, um das Spiel zu pausieren. Dieser hat die Levels bzw. Minispiele Droid Invasion, Coruscant Attack, Grievous Onslaught und Utapau Chase.
Dieser Plug It In and Play, The Clone Wars, bezieht sich auf die animierte Computerserie und kam 2009 heraus, ebenfalls Jack Specific, Hot Gen und nennt sich Republic Squadron. Wie dieser Titel schon sagt, ist es mehr ein Flugsimulator, welcher durch Bewegung gesteuert wird. Und mit A und B zum Menü auswählen und hier unten noch ein paar Knöpfe hat zum Geschwindigkeit bzw. Feuern. Auch hier ist der Einschaltknopf. Und man sieht hier die rote Kontrolllampe leuchten. Hier auch noch schön ein Cockpitfenster. Ja, also hat schon was. Und hier ein Menüauswahlknopf. Auch dieser hier hat hier hinten als einmalige Stromquelle das Batteriefach. Dieser hat keine Minispiele, sondern lediglich Kampagnen, in denen man aufsteigen kann und von ja, null auf keine Ahnung hinaufspielen muss. Thank you.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!